Hallo Welt, da sind wir wieder hier bei Poseidon Energy im Kraftwerk. Ja, und wir gucken uns jetzt aber mal hier unsere Skills an, was wir da noch machen können. Wir haben 8 Punkte zu verteilen. Ja, ein Paket hätten wir ganz gerne mal geöffnet. Mal gucken, was da alles so bei ist. Nachtmensch, Profisanitäter, verjüngt Wissenschaftler. Und wir haben den witzigsten Witz der Welt, Nummer 4. Wie nennt man einen wortgewandten Dinosaurier? Thesaurus Rex. Ja, das dauert ein bisschen. Okay, was wollen wir, was hätten wir denn gerne für Karten? Gucken wir mal, was wir mit Glück anfangen können. Da haben wir Glück in Dosen, 40% Chance, eine zusätzliche Konserve beim Durchsuchen von Nahrungsbehältern zu finden. Ja, das ist ja ganz schön. Hier sehe ich gerade, haben wir eine in Besitz, Steuerfahnder. Beim Öffnen von Kronkorken, Vorräten, besteht die Chance, mehr Kronkorken zu finden. Finde ich gut, das nehmen wir auch gleich mal. Wenn wir hier jetzt eine zweite Karte nehmen, dann steigen wir da etwas auf. Kurator. Die Vorteile von Wackelpuppen und Magazinen halten doppelt so lang an. Ja, da können wir auch nur einen Rang nehmen, also lassen wir das erstmal. Schrottschild. Trageschrott, um bis zu 10 Schaden und Energieresistenz zu erhalten. Keine Powerrüstung, okay. Reparaturschuss. Es besteht eine geringe Chance, dass sich deine Waffen von selbst repariert, wenn du einen Gegner triffst. Okay. Geheimnisvolles Fleisch. Stimpaks können essbares Gewebe erzeugen. Je höher der Red-Wert, desto höher die Chance. Pharma-Fan haben wir schon. Psychopath wollen wir nicht. Schnorrer, 40% Chance. Ah, wir haben schon den maximalen Rang, okay. Glücklicher Zufall, das brauchen wir glaube ich auch nicht. Wenn deine Gesundheit unter 30% liegt, erhältst du eine Chance von 15% Schaden zu vermeiden. Und das hier fand ich ganz interessant, mit Salz ein Gedicht. Nahrungsmittel in deinem Inventar verderben 30% langsamer. Und das finde ich eigentlich sehr, sehr gut. Wir haben ständig irgendwelches verdorbenes Fleisch bei uns im Inventar. Was sagte ich aber gerade? Das mit den Kronkorken nehmen wir einmal. Gut. Du kannst eine doppelte Karte verwenden, um diese Karte zu verbessern. Und das machen wir einmal. Annehmen. Auf Glück. Auf Glück haben wir sowieso die meisten Punkte, glaube ich. So, verbessern, genau. Agility, was haben wir denn da? Action Girl würde ich ganz gerne nehmen. Aktionspunkte regenerieren sich. Ach so, wir haben schon maximal, den Maximalrang. Oh so, dann um 15% schneller würden sie sich regenerieren, heißt das. Geborener Überlebender, haben wir eine in Besitz. Wenn deine Gesundheit weniger als 20% beträgst, benutzt du einmal alle 20 Sekunden automatisch ein Stimpak. Das ist vielleicht gar nicht so schlecht. Rasender Schmerz, deine Sprintgeschwindigkeit wird zu erhöhten Aktionspunktekosten um 10% gesteigert, wenn deine Gesundheit unter 40% liegt. Ausweichend. Jeder Beweglichkeitspunkt fügt plus 1 Schadens- und Energieresistenz, maximal 15, hinzu. Keine Powerrüstung. Okay, Gorilla. Deine automatischen Pistolen. Ja, das ist uninteressant für uns. Wir benutzen keine automatischen Pistolen. Sie würden aber nun 10% mehr Schaden verursachen. Waffenläufer. Deine Geschwindigkeit beim Sprinten wird um 10% erhöht, wenn du eine Pistole ausgerüstet hast. Revolverheld. Deine nicht automatischen Pistolen verursachen nun 10% mehr Schaden. Ja, das wäre schön. Hier haben wir noch den Verteidiger. Du kannst bessere Fallen herstellen und entschärfen, sowie bessere Geschütztürme herstellen. Baupläne erforderlich. Das haben wir sogar schon einmal genommen. Ja, das können wir also dann nochmal nehmen. Marathonläufer. Du verbrauchst beim Sprinten 20% weniger Aktionspunkte. Ja, beim Sprinten, das ist ja schön. Wir können ja nie sprinten, weil wir ständig überladen sind. Hüftgold. Feuern aus der Hüfte mit Pistolen wird verbessert und du erhältst eine Chance von 2%, ein Körperteil zu verkrüppeln. Bewegtes Ziel. Und du erhältst beim Sprinten plus 15 Schadens- und Energieresistenz. Keine Powerrüstung. Ninja. Schleichangriffe mit Nahkampfwaffen verursachen den 2,3-fachen normalen Schaden.
Ja, das ist auch ganz gut. Leichtes Gepäck haben wir uns schon angeguckt. Deine Pistolen wegen 25% weniger. Warum haben wir das überhaupt genommen? Wir haben doch, wenn überhaupt, nur eine einzige Pistole immer bei uns. Sonst haben wir doch nur Gewehre bei uns. Egal. Schleichen. Du bist beim Schleichen 25% schwerer zu entdecken. Und das scheint mir so zu sein, dass wir das vorher noch nicht hatten. Thru-Hiker. Nahrungsmittel und Getränke wiegen 30% weniger. Das wäre auch gut. Ja, da sind so viele gute. Ich möchte aber nicht alle Punkte ausgeben. Vielleicht nehmen wir, was hatte ich gerade gesagt? Ja, entweder Action Girl. Ja, Aktionspunkte regenerieren sich 15% schneller. Oder Geborener, Überlebender. Nochmal, warum haben wir die überhaupt genommen? Automatisch ein Stimpack nehmen. Ja, egal. Wir nehmen, glaube ich, hier einmal Action Girl. Sind wir schneller unterwegs. Okay, das war Agility. Dann haben wir Intelligenz. Intelligenz haben wir einmal den Rüstmeister. Den haben wir ja schon einmal genommen. Bis jetzt sind wir da auch noch nicht an Rezepte gekommen, wofür wir Rüstmeister Stufe 2 bräuchten. Das lassen wir also einmal, denn wir sparen uns ja ein paar Punkte auf. Und wenn wir es brauchen, dann können wir es immer noch nehmen. Sparsamer Bastler. Beim Herstellen von Werkstattgegenständen werden 25% weniger Materialien verbraucht. Das ist gut. Abrissexperte werden wir wohl nicht brauchen. Deine Sprengstoffe verursachen 20% mehr Schaden. Erste Hilfe. Stimpaks stellen 15% mehr verlorene Gesundheit her. Ist gar nicht so schlecht. Waffenschmied. Schusswaffen gehen 10% langsamer kaputt und du kannst Schusswaffen der Stufe 1 herstellen. Baupläne erforderlich. Ja, da brauchen wir, glaube ich, auch noch nichts Höheres zu nehmen, denn da haben wir noch keine Baupläne gefunden, die bessere Waffen irgendwie gemacht hätten. Ja, und das verstehe ich nicht ganz. Profi-Hacker, da können wir nur eine Stufe nehmen. Dein Hacker-Skill erhöht sich um +1 und die Sperrzeit an Terminals wird verringert. Ja, da warten wir lieber, bis wir noch was Besseres finden. Improvisationstalent haben wir hier noch. Deine Impro-Waffen verschleißen 30% langsamer und die Reparatur ist günstiger. Brauchen wir eigentlich gar nicht mehr zu nehmen. Impro-Waffen tragen wir sowieso nicht mehr mit uns rum. Hier haben wir noch den Nahkampfkrieger. Nahkampfwaffen gehen 10% langsamer kaputt und du kannst Nahkampfwaffen der Stufe 1 herstellen. Baupläne erforderlich. Das sollten wir vielleicht doch mal nehmen. Apotheker, Red Away, entfernt 30% mehr Strahlung. Oder Wissenschaftler, du kannst jetzt Energiewaffen herstellen. Warum haben wir hier denn zwei in Besitz? Wir wollen doch gar keine Energiewaffen herstellen. Warum haben wir das denn? Hä? Das haben wir mit Sicherheit niemals genommen. Wofür? Wir sind doch eher so für ballistische Waffen, also welche, die richtig Krach machen. So Laser ist nicht unser Ding. Warum haben wir die genommen? Die müssen wir rausschmeißen gleich. Im Besitz zwei sogar? Gut, Wiederverwerter. Du erhältst mehr Komponenten beim Verwerten von Waffen und Rüstung. Das wäre eigentlich nicht schlecht, hat aber nur einen Rang. Ja, der Nahkampfkrieger, der wäre ganz gut. Denke ich. Nahkampfkrieger. Ja, also Nahkampfwaffen gehen 10% langsamer kaputt und du kannst Nahkampfwaffen der Stufe 1 herstellen. Ha. Sollen wir das nehmen? Das war Intelligenz. Jetzt kommt Charisma. Leibwächter, okay, das kennen wir. Rettungssanitäter kennen wir. Feldchirurg, warum haben wir denn warum haben wir das denn einmal in Besitz? Da sind wir mit dem falschen Charakter hier online oder reingegangen jetzt? Nein, wir waren ja an der gleichen Stelle. Nein, nein. Aber das haben wir doch niemals ausgewählt. Das brauchen wir ja gar nicht. Okay, so ganz blicke ich da doch noch nicht durch, wie man merkt, durch dieses Perk-System hier. Das haben wir ganz sicher. Und Energiewaffen haben wir auch nicht genommen. Das kann nicht sein. Feldchirurg, Stimpaks und Redaway wirken sehr viel schneller. Camping-Profi, Hunger und Durst nehmen 40% langsamer zu, wenn du dich im Camp oder einer Teamwerkstatt befindest. Und das Glück ist mit den Trinkern. Okay, das kennen wir. Meisterhändler im Besitz. Maximaler Rang. Ja, genau.
Das Glück ist mit den Trinkern? Wieso haben wir das denn genommen? Also, das verstehe ich nicht. Da sind ganz viele Karten bei, die... Ich bin mir sicher, dass wir die nie genommen haben. Hier, Spritze. Von dir wiederbelebte Spieler regenerieren 10 Minuten lang plus 6 Aktionspunkte. Inspirierend, in einem Team erhältst du 5% mehr Erfahrungspunkte, EP. Einsamer Umherziehender, wenn du alleine unterwegs bist, erleidest du 10% weniger Schaden und erhältst 10% Aktionspunkte Regeneration. Das ist eigentlich gar nicht so schlecht, aber mal gucken, was wir sonst noch haben. Unwiderstehlich, für jedes deiner Teammitglieder außer dir erhältst du plus 1 Charisma. Partygirl, der Effekt von Alkohol verdoppelt sich. Quacksalber, du kannst andere Spieler mit Spirituosen wiederbeleben. Oh, das wäre auch gut. Team-Sanitäter. Deine Stimpacks heilen jetzt auch Teammitglieder in der Nähe mit halber Effektivität. Blutsauger. Blutpakete stillen deinen Durst, verstrahlen dich nicht und heilen 50% mehr. Ja, was hätten wir denn gerne? Gerade sagte ich doch, irgendwas wäre gut. Einsamer Umherziehender, ja? Kostet 2 die Karte. Ja, wenn du allein bist, erleidest du 10% weniger Schaden und erhältst 10% Aktionspunkte Regeneration. Nun, liebe Welt da draußen, das hört sich jetzt ein bisschen egoistisch und fies an, aber das hier ist ja die Singleplayer-Serie. Wir werden also meist sowieso allein sein. Von daher nehmen wir die jetzt mal. So, das wäre die dritte, wenn ich mich nicht verrechnet habe. Eins, zwei, nein, die vierte sogar. Dann gucken wir doch nochmal bei Endurance. Adamantium-Skelett, na endlich! Dein Körperteilschaden wird um 30% reduziert. Ich denke, das werden wir nehmen. Aquagirl, das sparen wir uns auf, das nehmen wir jetzt erstmal noch nicht. Ich fand das in Fallout 4 schon irgendwie, wir haben das schon viel zu früh damals genommen. Das hätten wir erst mit Farhaber gebraucht, finde ich. Denn ich finde es ganz spannend, wenn wir verstrahlt werden, wenn wir durch Wasser springen oder so. So das Spielgefühl hat sich dadurch sehr stark geändert, als wir dann doch durch Wasser konnten. Also lassen wir das erstmal. Aber Aquagirl würde erreichen bei uns. Du erleidest beim Schwimmen keinen Strahlungsschaden mehr und kannst länger unter Wasser atmen. Kannibale, ja, das kennen wir schon. Das hier ist neu Chem-Fanatiker. Chems, die du konsumierst, wirken 30% länger. Cola, Connoisseur, Cola, Nuka-Cola. Nuka-Cola-Produkte haben jetzt eine doppelt so positive Wirkung. Okay, Dromedar kennen wir, das ist vielleicht auch noch interessant. Alle Getränke löschen zusätzlich 25% mehr Durst. Hydro-Chems, Chems verursachen 50% weniger Durst. Häuslich. Während du dich in deinem Lager oder deiner Werkstatt befindest, wird deine Gesundheit allmählich regeneriert. Finde ich gut. Eiserner Magen. Die Chance, durch Nahrungsmittel krank zu werden, ist um 30% verringert. Bleimagen. Du nimmst 30% weniger Strahlung durch Essen und Trinken auf. Fressflash. Resistenzen. Das Konsumieren von Chems verursacht 50% weniger Hunger. Abwehrkräfte. Die Chance, dich mit einer Krankheit aus der Umgebung anzustecken, ist um 30% verringert. Ach, das finde ich eigentlich ganz witzig mit den Krankheiten. Verjüngt. Du erhältst mehr Vorteile durch gut genährt und gut hydriert. Ja, das finde ich auch ganz gut. Langsamer Metabolisierer. Alle Nahrungsmittel stillen Hunger 25% besser. Und Solarenergie. Zwischen 6 und 18 Uhr erhältst du plus 1 Stärke und Ausdauer. Ja, naja, das muss nicht unbedingt sein. Durstlöscher. Beim Trinken von Flüssigkeit besteht eine 30% geringere Chance, krank zu werden. Und geimpft. Die Chance, dich bei Kreaturen mit Krankheiten anzustecken, ist um 30% verringert. Ja, wie gesagt, diese Krankheiten, die wollen wir uns erstmal alle zuziehen. Adamantium-Skelett werden wir nehmen. Ja, müssen wir uns erstmal angucken. Das war Endurance, jetzt haben wir noch Perception. Und zwar haben wir hier neu Aufmerksamkeit, kostet 2. Du kannst dir die Schadensresistenz eines Ziels im Wetz ansehen. Joa, Wetz benutzen wir nicht allzu oft. Finde ich super, dass es das gibt, aber so oft benutzen wir den nicht. Also ist es nicht so interessant. Das hier wäre vielleicht schon eher was, nämlich Kommandosoldat.
Durch grundlegendes Kampftraining verursachen deine automatischen Gewehre plus 10% Schaden. Nein, automatisch eben nicht. Profi-Kommandando, Kommandant, ja, Kommandando-Soldat, okay. Durch hartes Kampftraining verursachen deine automatischen Gewehre plus 10% Schaden nochmal. Konzentriertes Feuer. Jeder Wetzangriff auf das gleiche Körperteil erhöht Schaden und Präzision. Meisterschütze. Deine Pistolen haben bei Verwendung des Visiers 10% mehr Reichweite und Präzision. Kammerjäger. Deine Angriffe ignorieren 25% der Rüstung von Insekten. Grüner Daumen. Beim Sammeln von Pflanzen erhältst du die doppelte Menge. Das gefällt mir. Frontschwein. Nachladegeschwindigkeit von automatischen Gewehren wird um 10% erhöht. Außerdem verbessert sich das Feuern aus der Hüfte. Nachtmensch. Haben wir das nicht gerade schon gesehen? Du erhältst zwischen 18 und 6 Uhr plus 1 Intelligenz und plus 1 Wahrnehmung. Extra Wurst. 40% Chance, zusätzliches Fleisch beim Durchsuchen von Tierkadavern zu finden. Profi-Einbrecher. Du erhältst plus 1 Schlossknacken. Das haben wir doch genommen. Warum steht denn hier nicht im Besitz? Das haben wir genommen. Schlossknacken und der optimale Bereich beim Knacken ist um 10% vergrößert. Das verstehe ich nicht. Dass das jetzt nicht mehr genommen ist. Gewehrschütze. Deine nicht automatischen Gewehre verursachen nun 10% Schaden. Das ist gut. Profi-Gewehrschütze. Deine nicht automatischen Gewehre verursachen nun 10% Schaden, das nehmen wir gleich nochmal. Skeetschießen. Deine Schrotflinten haben eine verbesserte Präzision und Streuung. Magazinsammler. Die Richtung eines Magazins wird per Audiohinweis angegeben, wenn du dich in seiner Reichweite befindest. Wackelwahrnehmung. Die Richtung einer Wackelpuppe wird per Audiohinweis angegeben, wenn du dich in ihrer Reichweite befindest. Okay, das hier werden wir Dev nehmen. Schatzsuche. Das haben wir aber auch schon einmal genommen. Die Richtung eines... Nein, das werden wir doch nicht nehmen. Die Richtung eines Kronkorkenvorrats wird per Audiohinweis angegeben, wenn du dich in seiner Reichweite befindest. Nein, das nehmen wir doch nicht. Was war das gerade? Gewehrschütze, Profi-Gewehrschütze, okay, das können wir einmal aufwerten, denke ich. Was, da war am Anfang noch irgendwas interessant. Ah, deine Pistolen, na, okay, das nehmen wir nicht. Das hier finde ich auch noch interessant, grüner Daumen, aber was war das gerade, Gewehrschütze, Profi-Gewehrschütze, okay, das nehmen wir einmal. Ja, auch verbessern bitte. Das war Perception. Dann gucken wir nochmal bei Stärke. Der Waffengurt. Munition für ballistische Waffen wiegt 45% weniger. Das ist schon ordentlich. Das hier ist aber doch auch neu. Warum steht da nicht neu drauf? Habe ich noch nie gesehen vorher. Barbar. Jeder Stärkepunkt fügt plus 2 Schadensresistenz, maximal 40, hinzu. Keine Powerrüstung. Prügler. Schläge mit Schusswaffen verursachen plus 25% Schaden und es besteht eine Chance von 5%, deinen Gegner zu verkrüppeln. Schläger. Deine Zweihand-Nahkampfwaffen verursachen nun 10% Schaden. Also plus 10%. Blocker. Du erleidest 15% weniger Schaden durch gegnerische Nahkampfangriffe. Gladiator. Deine Einhandwaffen verursachen nun 10% mehr Schaden. Eisenfaust. Deine waffenlosen Angriffe verursachen nun plus 10% Schaden. Kampfkünstler. Deine Nahkampfwaffen wiegen 20% weniger und du kannst sie 10% schneller schwingen. Oh, das wäre gut. Messi. Schrottgegenstände wiegen 25% weniger. Schrotflintenfan. Schrotflinten wiegen 30% weniger und werden 10% schneller nachgeladen. Schrotflintenschütze. Deine Schrotflinten verursachen nun plus 10% Schaden. Profi-Schrotflintenschütze. Deine Schrotflinten verursachen nun plus 10% Schaden. Okay. Starker Rücken. Du erhältst plus 10 Tragekapazität. Sollten wir dann auch nehmen. Kräftig gebaut, kennen wir schon. Rüstung wiegt also 25% weniger. Reiseapotheke Camps, darunter auch Stimpaks, wiegen 30% weniger. Profi-Gladiator, deine Einhand-Nahkampfwaffen verursachen nun 10% mehr Schaden. Profi-Schläger, deine Zweihand,
Zweihand-Nahkampfwaffen verursachen nun plus 10% Schaden. Was war das hier? Einhand-Nahkampfwaffen verursachen mehr Schaden. Aber was war das nochmal? Das hier gefällt mir. Nahkampf, also Kampfkünstler meine ich. Und Gladiator. Aber wo ist der Unterschied jetzt? Ja, Gladiator haben wir schon einmal. Vielleicht nehmen wir den hier auch. Also Kampfkünstler, Gladiator und was war das hier hinten? Ach so, das mit den... Ja, das mit den... wo ist es denn? Hier. Nein. Das mit den Waffen hätte mir auch noch gefallen. Oder starker Rücke. Ja, da sind schon einige gute Sachen dabei. Egal. Wir skillen so ähnlich, wie wir in Fallout 4 geskillt haben, merke ich gerade. Ja, aber das ist ja auch, das unterstützt ja auch unseren Spielstil ganz genau. Ach, dann nehmen wir nochmal Gladiator, bis wir die voll haben eventuell. Ja. So, damit sind wir jetzt durch. Aber wir haben die Karten noch nicht zugewiesen, meine ich. Ach so, jetzt können wir zuweisen. Gladiator. Oh nein, da gehen unsere Punkte für drauf jetzt. Ah, jetzt können wir zuweisen. Okay, Gladiator soll schon mal oben drauf. Ja, 4 haben wir damit voll, okay. Ja, warum sind Nachtmensch? Warum ist Nachtmensch hier drin? Wollen wir gar nicht haben. Können wir die nicht rauswerfen hier? Profi-Gewehrschütze. Ja, das hätten wir gerne einmal. 3 Punkte. Deine nicht automatischen Gewehre verursachen nun plus 15 Schaden. Ja, das ist gut. Endurance. 1 Punkt ist ungenutzt. Adamantium-Skelett haben wir gerade genommen. Das packen wir auch drauf. Ja, warum sind die anderen hier drin? Das will sich mir nicht ganz so erschließen, noch nicht. Charisma. 1 Punkt ungenutzt. Einsamer Umherziehender. Schade. Können wir da nicht noch einen Punkt drauf geben? Irgendwie Skillpaket 1. Wir haben doch so wenig Skillpakete geöffnet. Warum haben wir jetzt nur 1? Wir haben gerade, glaube ich, irgendwie... Ja, irgendwie verstehe ich das immer noch nicht so richtig mit dem Perks-System hier. Also wir haben irgendwie dann die anderen Pakete geöffnet. Dann erklärt sich das auch, warum wir so viele Karten hatten, so viele neue. Und ich weiß es nicht. Ja, das würde ich ganz gerne nehmen. Nicht genügend verfügbare Punkte zum Ausrüsten der Karte. Ja, gut. Ach so, was haben wir denn da drauf? Vielleicht können wir ja was anderes rausnehmen. Ja, das hier brauchen wir doch gar nicht. Glück ist mit den Trinkern. Raus damit. Ablegen. Und schon können wir den einsamen Umherziehenden nehmen. Sehr schön. Und wie ist das bei Pers... Achso, da haben wir nur den Nachtmensch. Okay. Hacker. Nahkampfkrieger. Nahkampfwaffen gehen 10% schneller. Langsamer meine ich. Kaputt. Und du kannst Nahkampfwaffen der Stufe 1 herstellen. Hm. Ja. Ja, nehmen wir das, glaube ich. Waffenschmied und Rüstmeister haben wir schon. Ja. Ja, gut. So, Action Girl haben wir voll schon. Leichtes Gepäck. Ach, Action Girl haben wir gerade nochmal genommen, oder? Was nehmen wir denn da noch drauf? Marathonläufer? Du verbrauchst beim Sprinten 20% weniger Aktionspunkte 1. Und wir haben keinen Punkt mehr frei. Doch, einen. Ah, sehr gut. Ja, dann das letzte Glück. Steuerfahnder. 3 Punkte haben wir da noch zu vergeben. Ja, dann nehmen wir das drauf und Pharma-Fan nochmal. Haben wir aber doch schon.
Ja, jetzt ist der andere rausgerutscht. Okay, dann nehmen wir lieber den anderen. Ja, und einen Punkt haben wir dann ungenutzt. Wie ist das nochmal hier mit Perception? Ach so, da war der Nachtmensch nur. Ja gut, den brauchen wir nicht unbedingt. Man gewöhnt sich so dann daran und wundert sich dann, warum man tagsüber nicht so viel Schaden zurichtet. Ja, ich glaube, dann lassen wir das jetzt so, wie es ist. Und gehen raus. Und die Folge ist auch schon vorbei. Ich bedanke mich für euer Zusehen, für eure Kommentare und für eure Likes. Daumen hoch für euch, macht's gut und bis zum nächsten Mal. Tschüss.